Das verzichte ich. Wir kommen als nächstes zur Einwohnerfragestunde im Tagesordnungspunkt 3. Sicherheitshalber frage ich meine Mama. Ist Herr Alexander Helbig ist anwesend? Ja, wunderbar. Dann dürfen Sie starten, hier vorne zum Mikrofon zu kommen und Ihre Frage zu formulieren. Und wir würden Ihnen dann auch entsprechend die Antwort hoffentlich zufriedenstellend geben. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Frage ist ganz kurz. Warum wird in Dresden zu Zeiten von Fridays for Future die Aufstellung von gelben Tonnen anstelle von gelben Säcken in verschiedenen Stadtgebieten verweigert? Vielleicht könnte mir jemand eine Antwort dazu geben. Vielen Dank. Machen wir. Also, die Antwort übernimmt die Fachbürgermeisterin für alle möglichen an Tonnen an Müllabfuhr und was es auch gibt. Also, Frau Bürgermeisterin Jenichen. Sehr geehrter Herr Helbig, die Sammlung der Verkaufsverpackungen, um die es ja hier geht, durch das DSD ist privatrechtlich geregelt nach Verpackungsgesetz. Das DSD beauftragt damit Firmen und stimmt über eine Abstimmungsvereinbarung die Art und Weise der Einsammlung dieser Verpackungen mit der Stadt Dresden ab. Und in dieser Abstimmungsvereinbarung ist das Sammelsystem festgelegt worden vor etlichen Jahren. Es gibt für das Stadtgebiet eine Kombination zwischen Behälter- und Sacksammelsystem. In verschiedenen Gebieten haben wir 100% Behältererfassung grundsätzlich vorgesehen, in anderen 100% Sammlung in Säcken, wie Sie es auch ansprechen, und teilweise sogenannte Mischgebiete, wo in Tonnen und in Säcken gesammelt wird. Die gelben Säcke sehen wir in der Stadtverwaltung nicht so negativ, weil sie durch ihre Transparenz bessere Kontrollmöglichkeiten wegen Verunreinigungen bieten, durchaus ein Thema bei uns in der Stadt, und weil sie bedarfsgerecht eingesetzt werden können. Das ist uns wichtig, um den immer noch zu hohen Anteil recycelbarer Plastikstoffe im Restabfall zu reduzieren. Von der Nachhaltigkeit her ist das so, dass die gelben Säcke komplett aus Recyclingmaterial hergestellt werden und auch wieder mit recycelt werden durch das duale System, soweit recycelt wird. Der Materialeinsatz von 52 Säcken pro Jahr mit einem Gewicht von 14 Gramm pro Sack übersteigt nach 2,5 Jahren den eines Behälters von etwa 15 Kilogramm. So war unsere Nachhaltigkeitsbewertung. Die Aufstellung von gelben Tonnen wird also nicht verweigert, sondern ist erstmal nicht vorgesehen. Und da die Entsorgungsgebiete der Säcke, zum Beispiel Einfamilienhaussiedlungen sind, Tonnen stehen typischerweise in den dicht bebauten Siedlungen, erlaubt das DSD eine Änderung, wenn die Leute das wünschen, also zum Beispiel dort, wo Wildschweine die Tonnen umschmeißen und die Säcke oder sich Krähen drüber hermachen. Also wenn man so einen Grund hat, dann kann man auch den Antrag stellen, ich will eine Tonne und kriegt eine Tonne. Beim Entsorgungsunternehmen kann das beantragt werden. So, darf ich antworten? Also ich habe das mehrfach gemacht. Ich habe diese Begründung erhalten, auch von der Dresdner Stadtreinigung. Das Problem mit den gelben Säcken ist, dass man sie man kann sie nicht im Freien lagern. Und gleichzeitig ist es eine Verpackung für den Verpackungsmüll. Das muss nicht unbedingt sein. Von der Nachhaltigkeit ist die Tonne wesentlich besser. Mir wurde dann unter der Hand mitgeteilt, dass es wesentlich günstiger ist, diese Säcke aufzuladen auf das Müllfahrzeug, anstatt die Tonne anzuhängen. Deswegen wurde das auch verweigert. Das ist zumindest der Hintergrund. Was nicht beachtet wird, sind die zusätzlichen Zeitaufwendungen und Kosten, die dadurch entstehen, dass man sich die gelben Säcke an den Auslegungsorten besorgen muss. Dadurch entsteht zusätzlich ein Arbeitsaufwand und es entsteht gleichzeitig zusätzlich ein gewisser Wegeaufwand. Ich habe nachgefragt, ob das denn nicht möglich wäre, dass man sich selbst eine Tonne hinstellt und dass diese dann mit abtransportiert wird, um dem aus dem Weg zu gehen, weil ich auch sage, die Lagerung von dem Verpackungsmüll innerhalb der eigenen Räumlichkeiten ist nicht unbedingt Sinn und Zweck. Mit der Tonne kann man das im Freien machen. Auch das wurde verweigert, weil gesagt wurde, das lässt sich versicherungstechnisch nicht vereinbaren. Ja?
auf die Bitte, die Spezifikation zuschicken zu lassen, wurde schon gar nicht mehr geantwortet. Und auf die Nachfrage, wie man dann mit den Kosten, die entstehen dadurch, dass man die Säcke besorgen muss und dass man dann praktisch aus der eigenen Tonne umpacken muss, weil das war die Forderung von der Stadtreinigung, wurde auch nicht mehr geantwortet. Also von dem her, ich finde, es ist eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, das System gelber Sack ist wirklich überholt. Wir verhandeln ohnehin gerade mit dem DSD die Abstimmungsvereinbarung neu. Da wird es wahrscheinlich dann auch eine neue Beauftragung geben. Ich würde Sie herzlich bitten, dass Sie mir den Briefwechsel mal zuschicken. Sie brauchen da nichts weiter zu schreiben. Ich würde das nochmal überprüfen und würde Ihnen dann auch antworten. Sie sehen, wir gehen von anderen Dingen aus, aber das lässt sich klären. Vielen Dank. Richtig. Man ist aber während der Zeit, während die Abfuhr erfolgt, ist man meistens nicht zu Hause. So in dem. Ja, gut. So, wir wollen jetzt nicht in Zwiegespräche. Angebot war da, dass Sie das Frau Jenichen sich nochmal um Ihren Fall persönlich kümmert und dazu die Unterlagen bitte von Ihnen bekommt. Wir kommen zur nächsten Frage von Herrn Andreas Völlings. Ist er da? Ja. Kommen Sie nach vorne und formulieren Ihre Frage. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete. Vielleicht erstmal kurz was zum Hintergrund. Steigende Bevölkerungszahlen, der erhöhte Flächenbedarf durch Verkehr, Gewerbe, Wohnbebauung hat seit 1990, aber vor allem in den letzten Jahren zu einem Verlust von bislang unbebauten Flächen im Stadtgebiet geführt, die auch bei unterschiedlicher Ausgangslage stets natürlich einen ökologischen Wert dargestellt haben. Der Gesetzgeber sieht vor, dass Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden müssen. Und seitens des Fragestellers, also meiner Person, bestehen aber Zweifel, ob dieser Ausgleich in der Vergangenheit qualitativ und quantitativ der Wertigkeit der verlorenen Flächen entspricht. Dies erscheint für mich auch deswegen erheblich, da aufgrund des voransteigenden Klimawandels und des beobachteten Verlustes an Arten die noch vorhandenen freien Grünflächen im Stadtgebiet eine zunehmende Bedeutung erhalten für die Garantie einer guten Lebensqualität in der Stadt Dresden und somit die Wertigkeit künftig wegfallender Freiflächen eigentlich auch höher eingeschätzt werden müsste. Und jetzt die eigentliche Frage. Wird seitens der Stadt Dresden regelmäßig geprüft, ob die nach, ich habe den Stichtag 1992 genommen, oder Stichjahr, im Sinne des gültigen zuständigen Naturschutzgesetzes geforderte Wiederherstellung oder auch der alternative Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft im Stadtgebiet qualitativ der Ausgangssituation vor dem Eingriff entspricht, beziehungsweise qualitativ diese langfristig und dauerhaft überhaupt erreicht wird? Und wenn ich die Nebenfragen gleich anschließen kann, dann, wenn nein, warum wird dies nicht regelmäßig geprüft und wie wird dann alternativ durch die Stadt Dresden diese langfristige Wertigkeit und ökologische Funktion wiederhergestellter Flächen und des Ausgleichs im Einzelfall und insgesamt beurteilt? Und wenn ja, welchen Zustand haben die seit 1992 durchgeführten Ausgleichs- und Wiederherstellungsmaßnahmen im Vergleich zur Situation vor dem Eingriff? Und wie sieht der Zustand aus und wie reagiert die Stadt Dresden eigentlich auf qualitativ unzureichende Zustände, die auch im Hinblick auf künftige Anforderungen wie Klimawandel und Artenschutz eigentlich durchzuführen sind? Und ergänzend noch, wenn ja, welchen Zustand, welche ausgleichenden Wirkungen auf das Stadtgebiet haben eigentlich die Ausgleichsmaßnahmen, die gar nicht innerhalb des Stadtgebietes durchgeführt werden oder durchgeführt wurden? Also eine sehr umfangreiche Frage. Dankeschön. Hier ist die fachlich verantwortliche Bürgermeisterin Frau Jenichen und übernimmt die Beantwortung. Sehr geehrter Herr Völling, ich versuche mal zusammenzufassen, was wir machen und wie wir das handhaben. Der Erhalt des ökologischen Gesamtzustandes auf dem Gebiet der Stadt ist uns sehr wichtig, gerade bei der steigenden Bautätigkeiten. Dresden hat ja als Grundlage dafür eine eigene Ausgleichsregelung, das sogenannte Dresdner Ökokonto-Modell, geregelt, das Sie als Regelung auf der Homepage der Stadt finden. Es ist jetzt nochmal aktualisiert worden.
eine relativ strenge Regelung und dazu gibt es auch eine Kostenerstattungssatzung. In Dresden werden sämtliche Eingriffe durch Realmaßnahmen kompensiert, nicht durch Ausgleichszahlungen auf einen anonymen Fonds, wie es teilweise im Freistaat üblich ist. Und die Ausgleichsmaßnahmen werden bis heute bis auf ganz wenige Ausnahmen im Stadtgebiet selber realisiert. Die häufigsten und größten Eingriffe wie Erschließungsbauten oder Verkehrswegebauten werden von der öffentlichen Hand direkt durchgeführt und auch kompensiert, meistens auf eigenen Flächen. Darüber hinaus bietet die Stadt privaten Eingriffsverursachern die Übernahme des Ausgleichs gegen Kostenerstattung an. Das ermöglicht eine schutzgutspezifische Kompensation von Eingriffen privater Verursacher, die häufig nicht selbst über geeignete Ausgleichsflächen verfügen und dazu kauft die Stadt Flächen an oder nutzt eben auch eigene Flächen zum Beispiel für Abrissmaßnahmen. Sämtliche Kompensationsmaßnahmen des Naturschutzrechts werden bei der Naturschutzbehörde im Umweltamt Dresdens in einem Kompensationsflächenkataster geführt. Es enthält einen vollständigen Überblick über die aktuell bestehenden Pflichten und Unterhaltungszeiträume sämtlicher Eingriffsverursacher. Das Kataster der Landeshauptstadt enthält derzeit etwa 2300 Einträge dieser Art. Es wird regelmäßig aktualisiert. Es gibt stichpunktbezogene Kontrollen über den Zustand der Flächen und der Herstellung durch die Verantwortlichen, durch die Naturschutzbehörde. Es gibt keine flächendeckenden regelmäßigen Kontrollen, denn so viel Personal haben wir aufgrund der Bautätigkeit der Stadt Dresden und das ist nicht möglich. Wir arbeiten aber mit Ehrenamtlichen zusammen, besonders mit den Naturschutzhelfern und den Naturschutzverbänden. Und wir sind auch für Hinweise aus der Bürgerschaft dankbar und gehen denen nach und beantworten die. Sie können sich also wie jede Person, jeder mit direkten, konkreten Hinweisen an mich oder das Umweltamt wenden. Generell verfolgen wir das Leitbild der kompakten Stadt im ökologischen Netz. Das hat der Stadtrat ja beschlossen. Und wollen trotz der wachsenden Bautätigkeit die Freiflächen zur Erhaltung der Lebensqualität und der Biodiversität miteinander verbinden, durch Ausgleichsmaßnahmen, durch die Entwicklung, durch die Renaturierung der Gewässer und die Stärkung des Biotopverbundes. Für die Pflege beauftragen wir Fachfirmen und haben jetzt im Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistung wieder begonnen, eine spezielle Biotoppflege aufzubauen und dazu junge Leute auszubilden. Ich muss aber noch darauf hinweisen, dass nicht alle Ausgleichsmaßnahmen, die nach 1992 festgelegt worden sind, auf Dauer angelegt worden. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es manchmal geboten, eine Ausgleichsmaßnahme auf eine bestimmte Zeit zu befristen und nicht auf Dauer festzulegen und dann auch nur befristet rechtlich zu sichern durch Vertrag oder andere Formen. Und auch das wäre dann dem Kompensationskataster zu entnehmen. Und wenn Sie tiefere Fragen haben, als man es jetzt hier in diesem Rahmen beantworten kann, laden wir Sie herzlich gerne ein in meine Sprechstunde oder ins Umweltamt. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Andreas Müller aufrufen, seine Frage hier vorne zu formulieren. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, mein Anliegen hier bei Ihnen im Stadtrat vorzutragen. Sicherlich ist es kein Anliegen, was eine riesengroße Schwierigkeit bedeutet, sondern lässt sich wahrscheinlich relativ konkret auf den Punkt bringen. Es geht um meine Bitte zur grundhaften Sanierung der Straße, in der ich wohne. Das ist im Stadtteil Nickern, die Langobardenstraße. Und die Frage, die ich hier an den Stadtrat formuliert habe, war wie folgt. Meine Anfragen zur Planung an das Straßen- und Tiefbauamt werden mit der Begründung abgelehnt, dass es sich um eine Anliegerstraße von untergeordneter Bedeutung handelt. Die Prioritäten der Landeshauptstadt Dresden liegen jedoch auf dem Hauptstraßennetz. In den vergangenen 16 Jahren habe ich in unregelmäßigen Abständen immer wieder nachgefragt, bekomme jedoch stets die gleiche Antwort. Ja, und was möchte ich mit meinem Anliegen erreichen? Ich möchte, dass die Sanierung der Langobardenstraße im Stadtteil Nickern als notwendig erkannt wird und in den nächsten Haushaltsplan der Landeshauptstadt aufgenommen wird.
Das lässt sich meiner Meinung nach relativ konkret besprechen. Für Herrn Bürgermeister Schmidt-Lamontin übernimmt auch hier Frau Bürgermeisterin Jenichen die Beantwortung. Die Lange-Wardenstraße wird in der Stadtverwaltung als Verkehrsanlage mit einem kurzfristigen bis vordringlichen Sanierungsbedarf eingeschätzt. Wir halten sie aber auch für verkehrssicher und beobachten ihren Zustand. Bei dem geringen Verkehrsaufkommen, also Sie haben die Einschätzung selber schon dargestellt in Ihrer Frage, als Anliegerstraße ohne Durchgangsverkehr, sagen wir, in dem Zustand ist sie noch verkehrssicher. Wir beobachten regelmäßig ihren Zustand als Stadtverwaltung und machen aus Reparaturen im Asphalt Flickstellen, wie Sie es auch gesehen haben. Die Gehwege wurden im Zug der Medienverlegung zwischen Elsterstraße und Schönbergstraße erneuert. Auftretende Schäden werden im Rahmen der Straßenunterhaltung beseitigt. In ganz Dresden hat etwa ein Drittel der Straßen so kurzfristigen Handlungsbedarf der Sanierung wie Ihre Straßen, ein Drittel der Straßen. Bei Ihrer Straße ist es so, dass ein grundhafter Ausbau erforderlich wäre. Dazu muss eine Planung hergestellt werden. Und da ist in der Tat die Straße derzeit im Budget nicht gebunden, nicht vorgesehen und auch der personelle Aufwand nicht vorgesehen. Der Stadtrat hat ja ein grundsätzliches Bedarfskonzept der Straßenunterhaltung, Instandsetzung beschlossen, wo im Grunde alle Straßen Punkt für Punkt abgearbeitet werden. Und da sind immer noch dringlichere davor, sodass ich Ihnen da jetzt keine bessere Auskunft geben kann. Aber wie gesagt, wir beobachten den Zustand der Straße selber und lassen sie nicht verkommen, sondern halten sie verkehrssicher. Ja, da muss ich jetzt trotzdem noch mal nachfragen. Und zwar, dass die Straße immer wieder einer Erhaltung zugeführt wird, das beobachte ich ja selbst. Ich wohne ja da und damit ist ja meinem Anliegen nicht weitergeholfen. Das lässt sich gut und gerne noch die weiteren Jahre immer weiter vor sich herschieben und immer mit der gleichen Begründung, das liegt ja auf der Hand. Aber mittlerweile sind, glaube ich, 5 Flickenteppiche übereinander gelegt und zusätzlich ist das Bild, was sich dort eröffnet, wenn Sie dort einbiegen, das ist einfach schwierig, täglich auszuhalten, weil es überhaupt nicht dem Bild entspricht, wie ich es gerne hätte. Dort haben Sie, das sieht aus wie im Entwicklungsland. So. Und tatsächlich, weil zum Beispiel die Oberleitungen ganz interimsmäßig verlegt wurden und das schon seit vielen Jahren. Und jetzt geht es einfach darum, einen Weg zu finden. Also wie es nicht geht, das wusste ich bereits. Aber ich hätte eigentlich gern mit Ihnen besprochen, finden wir einen Weg, wie es denn geht. Und wann es denn aufgenommen werden kann, denn seit 16 Jahren beobachte ich und nie tut sich was. Wie gesagt, ein Drittel der Straßen Dresdens ist in diesem Zustand. Es gibt immer noch Straßen, die dringlicher saniert werden müssen und dieser gewaltige Stau muss Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Etwas Besseres kann ich Ihnen heute nicht sagen, da müsste ich lügen. Okay, danke. Als nächste Frage, Herrn Mike Breitfeld, darf ich nach vorne bitten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich bedanke mich zunächst für die Einladung. Mein Name ist Mike Breitfeld und ich bin ein glücklicher Bewohner dieser Stadt Dresden. Ich bin aber auch ein interessierter Beobachter der baulichen Entwicklung unserer Stadt, insbesondere was die Wiedererrichtung historischer Gebäude betrifft, die im Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen vernichtet wurden. Es gibt da viele Gebäude, die noch im Verborgenen schlummern, zum Beispiel der freie Platz, der sich zwischen Stadtschloss Zwinger und Taschenbergpalais befindet. Es ist eine dreieckige Fläche, die bis 1942 bebaut war. Es war ein Denkmal zu Ehren des sächsischen Herrscherhauses Wettin, der sogenannte Wettin-Obelisk. Ein ca. 18 Meter hoher Obelisk aus Bronze und Kupfer, der reich verziert war und ein gern genommenes Motiv auf Postkarten darstellte. Hier nur meine Frage an den Stadtrat.
Wie würde sich der Stadtrat gegenüber einer Initiative positionieren, die sich für die Wiedererrichtung des Wettin-Obelisken vor dem Dresdner Stadtschloss einsetzt? Die Beantwortung übernimmt hier Frau Bürgermeisterin Kleppich. Ja, sehr geehrter Herr Breitfeld, zunächst Dank für den Hinweis und die Anfrage. Ich kann Ihnen mitteilen, der Wettin-Obelisk, nach dessen Wiederaufstellung Sie fragen, wurde anlässlich der 800. Jubiläumsfeier des Hauses Wettin von der Stadt Dresden 1896 vor dem Residenzschloss errichtet. Das wissen wir. Die Stadt bekundete mit dem 18,50 Meter hohen Obelisk ihre Wertschätzung für das sächsische Königshaus. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Obelisk abgebaut und eingeschmolzen und nach 1945 auch der Sockel vollständig demontiert. Ein Zierpflaster erinnert heute an seinen ehemaligen Aufstellungsort. Wie sich jedoch der Dresdner Stadtrat zu einer Initiative für die Wiedererrichtung des Obelisken positionieren würde, kann ich Ihnen als Bürgermeisterin nicht beantworten. Allerdings existieren in Dresden zahlreiche Bauten und Denkmäler, die an die über 800-jährige Tradition der Wettiner erinnern. Als da wären das Residenzschloss, Denkmäler für August den Starken, die Könige Friedrich August I., Friedrich August II. Oder Johann. Zudem gibt es noch die Wettinsäule in der Dresdner Heide, die aus dem gleichen Anlass wie der Obelisk 1889 errichtet wurde. Über die Kosten für eine mögliche Wiedererrichtung und Aufstellung sind zudem auch keine Kenntnisse bekannt. Und diese wären dann, sollte sich der Stadtrat dafür entscheiden, dann natürlich auch in den städtischen Haushalt einzustellen. Das heißt, eine Initiative müsste erstmal eine Planung vorlegen, über die dann der Stadtrat entscheiden könnte. Oder sagt der Stadtrat von vornherein, nein, es besteht kein Bedarf an einer Wiedererrichtung? Also die Frage muss Ihnen der Stadtrat, die Damen und Herren vor Ihnen beantworten. Die kann ich Ihnen nicht beantworten. Wenn der Stadtrat dazu seinen Willen bekundet, den Obelisken wieder zu errichten, müsste er einen entsprechenden Beschluss fassen und dann natürlich auch die nötigen finanziellen Mittel bereitstellen, damit eine solche Wiedererrichtung erfolgen kann. Danke. So, ich frage mal sicherheitshalber nach, ob vielleicht doch noch eingetroffen sind Herr Samuel Schneider oder Frau Beatrice Schneider. Sind beide nicht da. Also insoweit wären wir durch die Fragestunde durch. Den Tagesordnungspunkt 3 können wir damit beenden. Setzen